Letzte Checks. Es wird gewerkelt, montiert und geschraubt. Ob Lauron überzeugen kann? Das wird sich zeigen. Der Laufroboter scheint jedenfalls einsatzbereit für seinen ersten Lauf. Los geht's! Erste Aufgabe: auffinden und identifizieren. Dafür müssen aber erst viele andere Hürden bestanden werden, wie zum Beispiel die Kartierung und Selbstlokalisierung. Das Szenario im Spaceport Camp ist nämlich den echten Bedingungen einer Landung auf einem fremden Planeten angepasst. Das heißt, die Roboter müssen ohne GPS navigieren. Das gelingt Lauron mit seiner hochauflösenden Sensorik. Er ist mit einem rotierenden Laserscanner und diversen Kameras ausgestattet. In der Bodenkontrollstation auf der Erde hat das Team nun kaum noch Einfluss auf Lauron. Der Roboter meistert seine Aufgaben von alleine. Informationen können nur über eine verzögerte Kommunikationsverbindung ausgetauscht werden. Das wird besonders dann zur Herausforderung, wenn Geröll und Steine den Weg versperren. Aber mit seinen 6 Beinen kommt Lauron auch in extrem unstrukturierten und unbekannten Geländen gut zurecht. Und das hat er auch unter Beweis gestellt. Da ist auch schon das erste Objekt in Sicht. Das heißt, nächste Aufgabe: Greifen und Transport. Dafür besitzt Lauron einen speziellen Fuß mit Greiffunktion. Aus 3D-Daten kann er dann geeignete Griffe planen. Das Teil und sogar vollautonom. Geschafft! Na dann steht dem Spaceport Camp wortwörtlich nichts mehr im Wege.